Helga Stielmeier, ich bin vom Aktionsbündnis Aufgemuckt und ich würde euch ganz gern ein bisschen was erzählen zur Stimmung in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau, aber auch Fürstenfeldbruck und Landshut. Aufgemuckt, wisst ihr vielleicht, ist der Zusammenschluss von 73 Bürgerinitiativen mit aus mittlerweile 10 Landkreisen. Also das heißt, es ist nicht nur die ganz unmittelbare Betroffenheit, was direkt im Raum Freising-Erding ist, sondern das geht relativ weit, das geht auch in den niederbayerischen Raum. Wir haben als Grüne, ich bin ja auch Grüne bei uns im Landkreis, einen ganz positiven Stand, was das Thema dritte Startbahn betrifft, als Grüne. Weil wir bis jetzt in der sehr komfortablen Situation waren, dass Grüne auf allen Ebenen ganz klar die dritte Startbahn abgelehnt haben. Diesen Komfort hat keine andere Partei in der Region. Das heißt, ihr seht es ganz deutlich am Wahlergebnis zum Beispiel von Christian. Ihr seht es aber auch daran, dass in einem Sprecherrat von 5 Sprechern bei Aufgemuckt 2 Grüne vertreten sind. Wir genießen dort eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Grüne insgesamt und speziell die Grünen aus der Region. Wir sind, und ich möchte jetzt eigentlich auch gleich zum Thema Bürgerbegehren kommen. Wir von Aufgemuckt haben die letzten Monate versucht, auf der politischen Ebene aktiv zu werden. Wir haben gesagt, die Geschichte dritte Startbahn ist ganz klar eine politische Entscheidung, die wird politisch entschieden. Daher müssen wir jetzt die Politiker angehen und gar nicht mehr mit Kerklo und Flughafenleuten reden. Wir sind zu ganz vielen Ministern gegangen, wir haben Gespräche geführt, 2-mal mit dem Seehofer, wir sind zu den Fraktionen gegangen, wir waren bei der SPD-Stadtratsfraktion, wir waren beim CSU-Umweltausschuss, die FDP haben wir von Haus aus auslassen, die fanden wir dann doch nicht so relevant, waren ja auch ganz eindeutig. Wir hatten die letzten Monate große Hoffnung in die SPD gesetzt. Die SPD hat aktuell einen Parteitagsbeschluss, der sich gegen die dritte Startbahn ausspricht. Wir haben ein Gespräch geführt mit der SPD-Landtagsfraktion und haben dort eine sehr positive Stimmung für uns gespürt. Es haben sich einige Abgeordnete ganz klar gegen eine dritte Startbahn geäußert. Das war für uns so der Stand der Dinge, bis plötzlich Herr Ude sich als Kandidat ausgerufen hat. Und das brachte erstaunlicherweise eine ganz dynamische Geschichte in diese Diskussion wieder rein, weil Herr Ude für uns völlig ohne Not und ohne irgendeinen erkennbaren Grund die dritte Startbahn als Bedingung für seine Kandidatur gemacht hat. Das war was, was wir nicht nachvollziehen konnten. Das heißt, also wir sind da ratlos. Wir haben auch sofort gemerkt, die SPD auf Landesebene läuft auch sofort, stimmt sich sofort darauf ein. Man spricht ja auch von Christianisierung in dem Zusammenhang. Christianisiert. Aber wir sind aber für die Aufklärung. Genau, so ist es. Jetzt habe ich meinen Freund verloren. Genau. Also das war der Stand der Diskussion. Und dann kam bei uns Grünen diese Diskussion auf, beziehungsweise die Überlegung, ein Bürgerbegehren einzuleiten. Also wie gesagt, Stand der Dinge war der, ganz klar gegen eine dritte Startbahn, wurde ganz klar dafür. Das heißt, da entstand jetzt plötzlich auch irgendwo schon ein gewisser Handlungsdruck, dass wir uns auch jetzt ganz klar positionieren müssen. Weil es steht ja auch gleichzeitig Regierungskoalition, Koalitionsgespräche, Möglichkeit zu regieren im Raum. Wir waren im Vorfeld in die Diskussion um das Bürgerbegehren eingebunden und wir waren von Aufgemuckt, wir von den Bürgerinitiativen, sehen ganz klar die Chance, die dieses Bürgerbegehren für uns sein kann. Das heißt, wie der Christian vorher gesagt hat, durch die Bedingungen in der Gesellschafterversammlung gibt es die Möglichkeit, dass ein Teil, wenn ein Gesellschafter sich gegen die dritte Startbahn ausspricht, ist die dritte Startbahn gestorben. Das ist für uns im Moment die einzige aktive Möglichkeit, in dieser Frage was zu unternehmen. Das ist der Grund, wo wir ganz klar sagen, das ist eine tolle Sache, die unterstützen wir. Man muss aber dann dazu auch noch sagen,
dass wir auch ganz klar sagen, das ist ein Hebel, einer von vielen Hebeln. Und wir wollen es auch nur als einen Hebel sehen. Das heißt, wir sind begeistert und finden das super, wenn dieses Begehren, dieses Bürgerbegehren in München aus unserer Sicht erfolgreich verläuft. Es kann aber nicht heißen, dass Grüne auf anderen Ebenen sich dann plötzlich auch für die dritte Startbahn aussprechen müssen, nur weil die Münchnerinnen und Münchner dieses Bürgerbegehren anders verstehen. Ganz gern was zu dem Konstrukt sagen. Das Bürgerbegehren richtet sich ganz klar an den Oberbürgermeister und den Stadtrat von München. Das lautet, lieber Herr Oberbürgermeister, bitte stimmen Sie in der Gesellschafterversammlung gegen die dritte Startbahn. Das betrifft die Münchnerinnen und Münchner. Und wenn die sich so entscheiden, ist es klar, dass ein Münchner Stadtrat an dieses Votum gebunden ist. Ich darf aber schon ganz klar sagen, dass wir in der Region auch bereits 85.000 Unterschriften gegen eine dritte Startbahn haben. Und auch daran können sich sehr wohl Politiker auf Landesebene gebunden fühlen. 85.000 Unterschriften gegen die dritte Startbahn innerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Und da ist man nicht nur aufs Rathaus gegangen oder hat am Infostand eine Unterschrift geleistet, sondern das sind Argumente über Seiten, wo Menschen halbe Bücher geschrieben haben, wo sie sich dezidiert gegen eine dritte Startbahn aussprechen. Und auch das können Politiker auch der Grünen sehr wohl als Grundlage dafür nehmen, dass Bürger sich gegen die dritte Startbahn aussprechen und daher bayerische Grüne oder Grüne aus anderen Regionen sehr wohl eine Legitimation haben und sehr wohl für Bürgerinnen und Bürger sprechen, wenn sie sich gegen die dritte Startbahn aussprechen. Vielleicht noch ganz kurz, damit man dann auch diskutieren kann. Wir werden in der Region im Moment sehr genau beobachtet. Und wir werden im Moment sehr kritisch beobachtet. Und wir sind im Moment, ist die Situation weder für den Christian noch für uns, noch für die Grünen in der Region. In Freising steht aktuell eine Oberbürgermeisterwahl an. Die Situation ist für uns sehr kritisch. Auch Leute, die uns wohlgesonnen sind, vermuten eine Taktik dahinter. Vermuten die Taktik dahinter, dass dieses Bürgerbegehren nur dazu dient, dass das Thema dritte Startbahn abgeräumt wird, damit hinterher Grüne frank und frei mit der SPD koalieren können. Das ist für uns in der Region, und zwar nicht nur Freising, sondern auch Erding, auch in Landshut, ich kriege da ganz viele Rückmeldungen auch aus Grünen, das ist für uns ein Todesstoß. Ich sage es euch ganz klar, wie das ist. Für uns ist dieses Bürgerbegehren eindeutig gekoppelt an den A6 auf der LDK, wo es heißt, also wir werden das ja wahrscheinlich gemeinsam vorstellen, dass es keine Koalition geben darf, keine Regierungskoalition geben darf, wenn bis dahin, und das ist explizit so formuliert, wenn bis dahin beim Thema dritte Startbahn keine Fakten geschaffen sind. Das ist klar, wenn die Piste betoniert ist, brauchen wir uns nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind aber jetzt gegen die dritte Startbahn und darum machen wir keine Koalition. Ja, so blöd sind wir auch nicht. Aber es darf keine Beschlüsse geben, gemeinsam mit den Grünen, wo die Grünen sagen, okay, dann verhandeln wir halt, weil wir auch gern regieren möchten, dann verhandeln wir mit einem Herrn Ude, weil der gern Ministerpräsident werden will. Und man darf ja schon sagen, ein Herr Ude braucht auch uns Grüne. Ohne uns Grüne wird er nämlich auch nicht Ministerpräsident, sonst kann er nämlich unter dem Seehofer einziehen in das Parlament. Als Bürgerin des Landkreises Erding und Freising, dass ihr die Bürger dort unterstützt, dass ihr euch solidarisch zeigt, sondern ich bitte euch wirklich auch um eine Unterstützung für uns Grüne. Und man darf schon auch noch in den Raum werfen, auch wenn wir sagen, wir möchten gern mitregieren. Ihr braucht auch die Wählerinnen und Wählerstimmen aus Freising und aus Erding und aus Landshut und aus Dachau und aus Fürstenfeldbruck, ja. Weil sonst könnt ihr nämlich auch nicht regieren. Danke. Ja, liebe Herr